Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jede Gesundheitspolitik in industrialisierten Ländern steht vor drei zentralen Herausforderungen. Es müssen die Potenziale der primären Prävention und Gesundheitsförderung gehoben werden. Es muss die Versorgung für die überwiegende Anzahl der chronisch degenerativen Erkrankungen integriert werden und anders organisiert werden. Und das Ganze muss finanziert werden und gesteuert werden. Und das alles macht nur Sinn, wenn es passiert mit Blick auf die sozial bedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen und die Chancen wahrnimmt, diese zu verkleinern. Ich mache das am Beispiel der Kindergesundheit kurz klar. 80% der Kinder in Deutschland sind gut drauf. Es geht ihnen besser als jeder Generation früher in Deutschland. Und das ist die Folge von 60 Jahren äußerem und innerem Frieden, von besserer Bildung, wachsendem Wohlstand, funktionierender Infrastruktur und medizinischer Versorgung. Und dadurch auch eben besserem Gesundheitsverhalten. Und das gilt im großen Durchschnitt trotz Adipositas, trotz Anorexie, trotz Alkopops, trotz ADHS und auch trotz PISA. Aber 20% der Kinder und Jugendlichen müssen uns große Sorgen machen. Wir finden dort massive Defizite, nicht nur Gesundheitsstörungen, sondern auch vor allem bei den psychosozialen Ressourcen, also beim Selbstwertgefühl, beim Selbstwirksamkeitsgefühl, dem Vertrauen in die soziale Umwelt, der Einbindung in stabile soziale Netze und an Zuversicht. Und solche Defizite wachsen sich eben leider meistens nicht von selber aus, sondern erlauben leider ziemlich sichere Voraussagen auf ein gesundheitlich, sozial, bildungs- und berufsmäßiges Leben weit unterhalb der erreichbaren Möglichkeiten. Natürlich kann man Prävention auch im Erwachsenenalter machen, AIDS-Prävention, betriebliche Gesundheitsförderung, lebensweltbezogene Prävention in Schulen, Stadtteilen, Alteneinrichtungen und Freizeiteinrichtungen mit sehr guten Erfolgen beweisen es. Aber die Basis dafür wird in der Kindheit gelegt und die Basis wird auch dort gelegt für die sozial bedingte Ungleichheit. Das geht alles von meiner Redezeit ab. Wird gelegt für die sozial bedingte Ungleichheit. Und die ist groß. Wenn ich die in Deutschland lebende Bevölkerung in 5 gleich große Schichten teile, nach den Merkmalen Einkommen, Bildung und Stellung im Beruf, dann haben Menschen aus dem untersten Fünftel in jedem Lebensalter, von der Wiege bis zur Bahre, ein doppelt so hohes Risiko, ernsthaft krank zu werden oder vorzeitig zu sterben, wie Menschen aus dem obersten Fünftel. In Zahlen heißt das, dass Menschen aus dem untersten Fünftel in Deutschland, Männer wie Frauen, 8 Jahre kürzer leben und bei ihnen die chronisch degenerativen Erkrankungen, die im letzten Lebensdrittel wahrscheinlich unvermeidlich sind, auch volle vier Jahre früher manifest wären. Bei Männern sind die Unterschiede etwas größer und bei Frauen sind sie etwas kleiner. Und wir haben es ja nur mit ganz wenigen, sehr großen, chronisch degenerativ verlaufenden Erkrankungen im Kern zu tun. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebse, Muskel-Skelett-Erkrankungen, Diabetes und mit den größten Zuwachsraten die psychischen Erkrankungen machen ja mehr als 70% des Krankheits- und Sterbegeschehens aus und verursachen auch mehr als 70% der Kosten, sodass wir heute sagen müssen, 20% der Patienten, und das sind die überwiegend Menschen aus sozial benachteiligten Lagen, verursachen 80% der Kosten. Und wir wissen eben auch, dass es möglich ist, den Beginn der chronisch degenerativen Erkrankungen entscheidend nach hinten zu verschieben. Das nennen wir Compression of Morbidity und das ist in der Mittel- und Oberschicht empirisch messbare Realität. Das heißt, die Aufgabe der Präventionspolitik besteht darin, die Compression of Morbidity für die sozial benachteiligten Schichten zu öffnen. Und wir reden da nicht über Kleinigkeiten, nicht über Petitessen. Wir werden im Jahre 2050, wenn alles so weitergeht, 3,6 Millionen Pflegebedürftige haben, unter Berücksichtigung des demografischen Wandels und der verlängerten Lebenserwartung werden wir 3,6 Millionen haben. Wenn wir die Möglichkeiten der Prävention und Gesundheitsförderung haben, werden es vielleicht 2.500.000 oder noch weniger sein. Die Hintergründe für die schlechtere Lage der unteren 20% bei den Kindern sind bekannt. Das ist die Lebenslage der Eltern. Die sind arbeitslos, haben einen Migrationshintergrund, sind alleinerziehend oder haben einfach mehrere Kinder oder sind selber krank oder sie haben mehreres davon. Da kann die Gesundheitspolitik nicht viel direkt dran ändern, aber sie kann sehr viel dafür tun, die daraus resultierenden Defizite für die Kinder weitgehend zu kompensieren. Und was man da machen kann, da hat die schwarz-rote Bundesregierung im Jahre 2009 ihre gesamte und auch nicht gerade billige
sozialwissenschaftliche und medizinwissenschaftliche und jugendpolitische Beratungskapazität in Stellung gebracht. Im Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen, dem ich bis letztes Jahr angehört habe, haben wir über 300 Seiten zur Kindergesundheit geschrieben. Der 13. Kinder- und Jugendbericht, koordiniert vom Deutschen Jugendinstitut, hat zur Gesundheitsförderung bei Kindern geschrieben. Es gibt den noch von Rot-Grün auf den Weg gebrachten Kinder- und Jugendgesundheitssurvey des Robert-Koch-Institutes. Und es gibt Praxisvorschläge, Umsetzungsvorschläge vom Robert-Koch-Institut und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Ergebnisse alle dieser Expertise waren bei allen Unterschieden in der Richtung sehr, sehr einheitlich. Neben dem allgemeinen Ruf zum Abbau der Kinderarmut, und zwar Versorgungsarmut wie Geldarmut, geht es da um die viel, viel mehr Familienhebammen als partnerschaftliche und nicht bevormundende Hilfe für überforderte Schwangere und Eltern, um den massiven Ausbau von Elementarerziehung, um Früh- und Kita-Besuch, die Entwicklung von Kitas und Schulen zu anregenden, zur Teilhabe ermunternden, gesundheitsförderlichen Lebenswelten, um mehr aktivierendes Quartiersmanagement, um Veränderungen in der Jugendarbeit, um Peer-Education und auch um Veränderungen in der Jugendverwaltung und. Und es ist ja nicht so, dass es da nicht schon viel gibt. Wir haben in unserem Sachverständigenratsgutachten 2009 über 400 Programme, die stehen für Tausende von Projekten, identifiziert. Darunter sind wirklich viele gute Programme. Denn was die Qualität der Prävention und Gesundheitsförderung in Deutschland angeht, vor allem im Hinblick auf partizipativ gestaltete Prävention in den jeweiligen Lebenswelten, liegen wir in Deutschland im EU-Vergleich überhaupt nicht schlecht. Aber das meiste ist bislang eben vor allem gut gemeint, aber eben auch völlig unkoordiniert, nicht dem Stand des gesundheitswissenschaftlichen Wissens entsprechend, ohne Qualitätsentwicklung und vor allem nicht nachhaltig. Da werden auch dort immer wieder kurzfristige Modelle aufgelegt, wo nachhaltige, dauernde Lösungen notwendig wären. Wir nennen das die Projektitis. Wir haben deshalb im Sachverständigenratsgutachten vorgeschlagen, den immerhin vorliegenden Schrift der Bundesregierung von 2008, Strategie der Bundesregierung zur Kindergesundheit, als Grundlage zu nehmen und mit konkreten Angaben zu Daten, Akteuren, Ressourcen und Zielen zu versehen. Weiter haben wir schon im Gutachten 2007 vorgeschlagen, endlich ein Bundespräventionsgesetz zu verabschieden, um dem in modernen Gesellschaften unverzichtbaren Interventionstyp der Prävention und Gesundheitsförderung endlich die gleiche Legitimation, den gleichen Rang zu geben wie der Pflege, der medizinischen Therapie und der Rehabilitation, einen stabilen Ressourcenfluss weit über die gesetzliche Krankenversicherung hinaus zu gewährleisten und auch Qualitätssicherung und Gesundheitsziele verbindlich zu machen. Denn Prävention ist in modernen Gesellschaften kein Nice-to-have mehr. Es ist ein Needs-to-have. Es gibt also wirklich viel zu tun. Es gibt viel zu tun für die Sicherung der Gesundheit der Bevölkerung und insbesondere der Kinder. Und es ist auch bekannt, was getan werden muss. Was aber passiert real? Schon in der Koalitionsvereinbarung wurde klargemacht, Präventionsgesetz ist nicht. Und zu all der geballten Expertise zur Kindergesundheit hat die neue Bundesregierung ein Jahr geschrieben und eher geschwiegen. Und erst im September 2009 hat Minister Rösler in einem Interview mit der Welt am Sonntag den zunächst hoffnungsvoll stimmenden Satz geäußert, wenn wir nicht rechtzeitig eingreifen, dann sind das die Patienten von morgen. Das gibt Anlass zur Hoffnung. Aber dann, ich zitiere, deswegen wollen wir Anreize für die niedergelassenen Ärzte setzen, für mehr Prävention zu werben. Dazu gehört für mich, dass man die sprechende Medizin, also auch Aufklärungsgespräche in den Arztpraxen künftig besser honoriert. Ich habe es mir in meinen schlimmsten Träumen nicht ausmalen können, dass wir einen Bundesgesundheitsminister haben, dem zum Thema Kindergesundheit als erstes die Einführung einer ärztlichen Gebührenziffer für eine nicht evidenzbasierte Leistung einfällt. Das ist gesundheitswissenschaftlich und gesundheitspolitisch ein Tiefschlag. Für Public Health heißt das zurück auf Null.
Vor allem im Hinblick auf die sozial bedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen wissen wir, dass dieses End-of-the-Pipeline-Denken, zu dem Ärzte weder ausgebildet sind und wo sie auch nur einen winzigen Teil beeinflussen können, der richtige Ansatz ist. Und es wäre auch ein Abhängen von der realen Entwicklung in Europa. Vorgedacht wurde dieser Vorschlag übrigens von Roland Berger Aktiengesellschaft, die pünktlich zum Wahljahr 2009 mit äußerst sozialwissenschaftlicher Inkompetenz und gesundheitswissenschaftlicher Ignoranz entsprechende Vorschläge gemacht hat. So viel zur Prävention. Ich sehe hier bedenklich ein rotes Lichtlein schon immer so machen. Ich hätte eigentlich noch einige Anmerkungen zur Krankenversorgung. Das ist ja auch wichtig. Und auch zur Krankenversicherung zu machen. Ich stelle anheim. Wir haben leider den unangenehmen Job, weil... Ich bin mit so kurzen Redezeiten als Hochschullehrer... Der Parteitag ist nach hinten hin endlich. Viele wollen ihre Züge bekommen. Und wir haben gerade mal durchgerechnet, wir hängen jetzt schon eine halbe Stunde. Das heißt, ihr bekommt... Also das ist jetzt der unangenehme Job, den wir haben, ein bisschen auf die Redezeit zu achten. Wenn Sie noch ein paar Gedanken bringen wollen... Schlagwortartig. Zur Krankenversorgung, da geht es ja um den Abbau von Über-, Unter- und Fehlversorgung. Es gibt ja alles drei, haben wir im Sachverständigenratsgutachten 2001 gemacht. Ich sage nur die Steuerungsaufgabe. Die Steuerungsaufgabe ist immer eine Gratwanderung beim Übergang vom jetzigen passivierenden, medizinzentrierten und die Strategie der mehr Krisenintervention zu einer dauernden Bereichs- und berufsgruppenübergreifenden Begleitung der Patienten. Die Steuerungsaufgabe ist ja die Schwierigkeit, einerseits die gute Ökonomisierung durchzusetzen, das heißt, wir wollen, dass die Entscheidungen sich an Wirksamkeit orientieren, und die schlechte Ökonomisierung, dass der Patient sozusagen betrachtet wird unter dem Gesichtspunkt der Einkommensmaximierung, zu verhindern. Und das ist eben nicht mit mehr Wettbewerb und schon gar nicht mit mehr For-Profit-Unternehmen im Gesundheitsbereich zu schaffen, sondern das bedarf der Mischsteuerung. Und ich bin dem Leitantrag sehr dankbar, dass er da auf das Wettbewerbswort geklingelt, was viele wie eine Monstranz vor sich hertragen, weitgehend verzichtet. Einige Stichworte zur Krankenversicherung noch ganz kurz. Wir müssen uns hier nicht katholisch machen. Die Bürgerversicherung ist die wegweisende, nachhaltige Antwort auf den gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Wandel unserer Gesellschaft. Ich mache nur darauf aufmerksam, auf einen weitgehend übersehenen Aspekt. Das ist ja nicht nur asozial und Umverteilung von unten nach oben, das wissen wir alles, sondern wenn die Arbeitgeber in Zukunft nur noch eine Art Lohnsummensteuer zahlen und damit keinerlei ökonomisches Interesse mehr an der sparsamen Mittelverwendung haben, dann haben sie eigentlich auch nichts mehr in der Selbstverwaltung zu suchen, denn die beruht auf dem gemeinsamen Interesse von Kapital und Arbeit und einer guten Versorgung. Das ist bislang nicht bedacht, dass das wirklich das Ende des Bismarckschen Modells ist. Zweite Bemerkung. Der Leitantrag argumentiert gegen den Einheitsbeitrag und für die Abwicklung des Fonds. Ich halte das nicht für klug. Der Gesundheitsfonds ist ein sehr guter Mechanismus für den auszubauenden, morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich. Und zweitens würde die Abschaffung des Einheitsbeitrages wiederum zu einem Preiswettbewerb zwischen den Krankenversicherungen führen. Den wollen wir gar nicht. Wir wollen Qualitätsversicherung. Dritte Bemerkung. PKV. Es ist klar, es gibt weder ordnungspolitisch noch gesundheitspolitisch noch wirtschaftspolitisch noch Zivilgesellschaft irgendeinen Grund für diese Versicherungsform. Die muss abgeschafft worden. Das ist eine geschäftsmäßig betriebene Integrationsverweigerung. Und wir müssen da, aber da fehlt mir im Leitantrag ein klarer Satz, dass ab einem bestimmten Stichtag an alle Menschen, Neugeborene wie Berufsanfänger, automatisch in der Bürgerversicherung versichert sind und dann Schluss damit ist. Vierte Bemerkung zur Beitragsbemessungsgrenze. Der Leitantrag enthält eigentlich nur die Alternative, wie hoch die sein soll. Man kann ja auch mal darüber nachdenken, oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze abgestaffelte Beiträge zu nehmen und damit das Prinzip von Gerechtigkeit und Versicherungsgedanken irgendwie besser in Ausgleich zu bringen. Aber insgesamt, glaube ich, können wir heute beim Stand des Wissens, der Qualifikation und der Ressourcen sagen, eine ordentliche Gesundheitspolitik darf der Bevölkerung versprechen, mehr Gesundheit, mehr gesunde Jahre in einem längeren Leben, und das für alle. Und ich glaube nicht,
dass das ohne Grün möglich sein wird. Vielen Dank.